So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 18 und momentan muss man ganz ehrlich auch so sagen, läuft es nicht gerade gut. Bei uns läuft es wirklich nicht gerade gut. Wir sind zwar noch überm Strich, ne, aber wir betonen tatsächlich auf noch. Grüne, braune, ja, die haben gut gemacht, die haben gut gespielt, Freunde. Das war schon okay, was die zwei hier geleistet haben. Deswegen lassen wir Grüne auch noch mal trainieren. Genau, mit kurzen Pässen und last but not. Nee, das ist unser Grüne, ne? Zentrales Mittelfeld. Das ist unser Grüne. Ja, den machen wir aber mal nicht, sondern Phil Foden. Phil Foden machen wir mal auf Dribbeln. Machen wir das. Dann schauen wir mal, ob es funktioniert. Naja, naja, naja. Aber Phil Foden ist jetzt auf 75. Das ist okay. Das können wir so lassen und wir werden noch mal jetzt die Mannschaft umändern, denn wir werden wieder eine andere Aufstellung nehmen. Das 4-1. 4-1, so werden wir es machen. Werden aber ehrlich gesagt obwohl, wenn wir es so lassen, oder? Den Shimano ein bisschen nach vorne. Linkes zentrales Mittelfeld. Foden. Komm, setzen wir ein bisschen vorne weg. Patrick Heras, was möchte denn der da? Wir tauschen den mit dem Sally. Habe ich schon gedacht, ey, was ist denn der da? So, wir haben hier auch nochmal rechtes Flügel. Sehr schön. Und dann, na, dann können wir den linken Flügel machen. Linker Flügel passt. So, wir werden aber jetzt den tatsächlich mal den Ishak reintun. Wer ist die 3? Arp, Arp, kommen für den Ishak. Dann doch hier Chang. Acosta, Deucher, nee, nee, nee. Den haben wir noch Teuchert. Könnten wir eigentlich dann für Sally reinhauen. Warte mal, für den Sally. Kommt Teuchert. Quatsch, und für den Foden. Acosta, obwohl ich sagen muss, dass mir viel Grünes sehr gut gefallen hat. So, dann machen wir mal aber ganz, ganz schnell weiter. Und hoffen, dass es was bringt. Ich weiß nicht, ist schon wieder Länderspielpause oder was? Nee, wir haben erst im Dezember. Sollte eigentlich. Super, jetzt sind wir 16. Gratuliere, wir sind 16. Ach, ist das schon wieder nervig. Okay, wir werden, wie es aussieht, Bredlow, Zukunft in Nürnberg. Kammerbauer, Malaga will jetzt. Okay, monatlicher Ding können wir auch wegmachen. Transfermarkt können wir auch vergessen. Transferphase beginnt, der Bredlow. Hättest du gern, mein Freund.
Deswegen simulieren wir jetzt nochmal nach vorne. Ach, wir haben ja immer noch ein Transferangebot für Kammerbauer. Ja, möchte ich eigentlich nicht, ne? Weil er doch... Ach, und wir sehen hier tatsächlich Nationaltrainer-Offerte. Lehnen wir dankend ab. Und weiter geht's. So, wir werden jetzt auch nochmal die gleichen Jungs trainieren lassen. So, vorherige Einheit. Herr Braun Deuchert, jetzt auf 78. Begrüße ich natürlich sehr, sehr schön. So, wir simulieren weiter. Jetzt haben wir schon fast Mitte Januar wieder. So viel Forten für 8 Millionen. Aston Villa. Phil Forden. Aktion anzeigen, Angebot ablehnen, gratuliere. So, für Kammerbauer zurückgezogen, das ist umso besser. Switchen wir nochmal vor. So, Kammerbauer zurückgezogen, das ist sehr schön. Und wir dürfen, wie es aussieht, dürfen wir tatsächlich noch einmal spielen. Beziehungsweise. So, Jan Fiete Arp. Lassen wir trainieren. Flügelspieler, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Lassen wir ihn mal, weil wir es können. Hui. Dann Mittelfeld. Vorne natürlich. Den lassen wir trainieren. Dann haben wir den Grüne. Hui, da haut's an raus. Und Mareschka. Weil wir es können. So, Folge scheint heute doch ein bisschen länger zu werden. So grüne. Huh. Ach nee, das ist nicht unser grüne zentrales Mittelfeld. Okay. Das ist unser grüne. Der ist aber, muss ich sagen, der hat schon tatsächlich einen Speed drauf. So, Hoffenheim gewinnt Rennen um Maximilian Philipp. Ah, mach einen Punkt. So, er hat Deutschland abgegrast, das ist sehr schön. Wir brauchen ihn aber allerdings nicht mehr. So, es sieht so aus, als ob das nächste Spiel schon auf uns wartet. Die USA möchte, dass wir Nationaltrainer werden. Deutschland abgegrast, ja, da brauchen wir eigentlich auch nicht mehr großartig reinschauen. Dann werden wir nochmal hier die Simulation stoppen. Und werden nochmal kommen, die vorherigen. Lassen wir nochmal die vorherigen ran, in der Hoffnung. Ja, grüne Mareschka, Arp. So, und dann hoffen wir es, dass es doch jetzt endlich weitergeht. In der Bundesliga. 17. Spieltag. Oh, gegen VfB Stuttgart. Da haben wir natürlich schlechte Erfahrungen gemacht jetzt im DFB-Pokal. Neulich haben wir ja Nachverlängerung dann bitte 3:1 gewonnen, haben bis zur 82. Minute, glaube ich, geführt gehabt. Nein, wir wollten nochmal hier rein, wir wollten nochmal hier rein, denn hier gibt es noch was. Interesse an Lukas Klünter, ja, dann nimm doch. So, was die kommende Partie angeht, ich möchte in die Startaufstellung. Weißt du was, mein Freund? Wenn das dein großer Wunsch ist, dann darfst du in die Startaufstellung. Weh, du magst keine zwei Tore. So, wir nehmen natürlich wieder die alte. Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich seitdem
ich umgestellt habe. So, wir machen weiter. Und legen wir los. 17. Spieltag. Letztes Spiel in der Hinrunde. 1. FC Nürnberg gegen den VfB Stuttgart. Der VfB in Weiß. Der Club erst einmal mit einem Fehlpass. Gratuliere. Weiß abseits. Ja, knapp, aber es war abseits. Markreiter. Everton. Eras. Ja, bleibt der Hänger. Arp! Ah, erste Möglichkeit für den Club. Leverkusen aktuell Erster. Hey! Hey! Ja! Oh, Fiete Arp nochmal. FC, hier nochmal. Mit dem Bums. Der will's halt wissen. Der will es halt echt wissen. Eras! Ah. Leibe. Ja! Ja! Es gibt der Elfmeter in Nürnberg. 12. Minute. Yes, yes, yes. Es war ein Foul, wie es aussieht. Hier sehen wir nochmal die Wiederholung. Ja, Jan Fiete Arp. Oh, der trifft, der schießt jetzt sogar. Hey, die halten alle Elfmeter, das ist der Wahnsinn. Der dritte Elfmeter jetzt hintereinander, wo ich verschieße. Ja, ja, das gibt es nicht wieder, Jan Fiete Arp. Möwe! Everton kommt nicht hier. Den muss er machen. Den muss er tatsächlich machen, dann wird es jetzt auch. Platzverweis in Nürnberg, Georg Markreiter. Da kann man aber auch mal eine gelbe geben und jetzt nicht wieder hier Masuna, ne? Die rote Karte ist direkt für dich. Das war ein normales taktisches Foul. Es war ein normales taktisches Foul, Freunde. Nein! Anzeige springt schon wieder oben rechts, oben links, ihr seht's. Eras auf Leibe. Wieder. Obacht. Der VfB, der kontert jetzt natürlich. Jetzt sind sie durch. Edmilson, Vorsicht! Tor 2-0! Ist es bitter!
Obwohl, es war 1-0, ne? Oder? Ah, 1-0. Alter! Obacht, jetzt ist er durch! Allmächtner! So einfach kann es gehen, so einfach kann es gehen. Wir werden jetzt tatsächlich auswechseln müssen. Wir werden tatsächlich, ja, was heißt auswechseln, aber wir werden hier die Startaufstellung umändern müssen. In einem 3. Nee, das hat jetzt eigentlich schon gepasst, das eine, ne? Drei, fünf, eins, drei, fünf, zwei. Die sind jetzt mal wahnsinnig witzig, ne? So, dafür nehmen wir ihn her. Okay, ihn kann ich hier anscheinend nicht hinmachen. Quatsch. Quatsch, Quatsch, Quatsch. Dann werden wir... Das lassen wir mal so. Wieso können wir Eras nicht hier in die Mitte reinsetzen? Verstehen, dann muss ich da vielleicht noch ein bisschen nach vorne. Zentrales offensives Mittelfeld und dann jetzt nochmal versuchen wir nochmal in Eras. Zentrales Mittelfeld so und dann hoffe ich. Dass wir hier noch irgendwas geschissen kriegen, ehrlich zu sein. Sonst wird es natürlich sehr, sehr eng. Obacht! Everton. Ah, natürlich wieder. Mehr als ungenügend. So, Sully. Nein, auch wieder mehr als ungenügend. Das können wir auch mal pfeifen, ne? So, ein Edgar Sully. Es gibt nur einen Edgar Sully. So, Sully. Behrens. Sehr schön. Ja! Gibt Ecke. Gibt Eckball. Möwe. Tritt rein. Eras Kopfball. Uiuiui. So, Seitenwechsel auf Valentini. Nein.
so. Vorden. Ja! Ja! Kopfball! Behrensmus. Das ist schon stark, was die Dreierabwehrkette gerade hier bietet. Und dann ist Halbzeit, nur 0:1. Einen Mann weniger. Es ist aber noch alles offen, Freunde. Es ist noch alles offen. Da könnte tatsächlich noch was in den zweiten 45 Minuten gehen. Jetzt haben wir auch schon 120 Minuten gespielt. Okay, war mit der Winterpause. Dazwischen. Drüber. Ja, irgendwie müssen wir ja was machen, ne? Sehr schön. Schade. Und dann spielen die natürlich so leicht nach vorne, klar. Ja, wir finden gerade aktuell keine Anspielstation. Valentini. Löwe. Ja! Abzelsch gibt nochmal Ecke für den Club. Löwe tritt rein. Eras, Kopfball! Ach, wieder nichts, Freunde, wieder nichts. Und das war zu hektisch, Franconia. War zu hektisch. Jetzt steht er da. Fick dich, ey. Zwei zu null für den VfB. Ja, Jubel morgen. Morgen hat er gemahnt. Na, da geht halt auch schon nichts mehr voran. Geht halt auch nichts mehr voran gerade. Schade. Löwe. Sieht man auch selten, dass Hanno Behrens die Kugel verliert. Obacht, Akolo. Vorsicht. Ah, du! Meine Güte. So, wir könnten mal auswechseln für Vorden raus. Ich muss sagen, das mit dem Schnellwechsel. Ich hoffe, das wird bei FIFA 18 oder FIFA 19 wird es dann überarbeitet, dass man mehr Auswahl hat, auszuwechseln. Dass man auch mehrere auf einmal auswechseln kann. Das ist ja auch noch nicht der Fall.
Alles klar, FIFA. So, Sully. Jetzt ist er durch. Möwe! Möwe! Und dann treffen die einfach nicht mehr. Und dann treffen die tatsächlich einfach nicht mehr. Möwe tritt rein. Arp! Jetzt in der zweiten Hälfte ganz schwach gewesen. Teufel. Und den Ball. Sehr schön, nur noch 1-2. Das ging jetzt mal ordentlich schnell. Cedric Teufel, yes. Obacht! Jetzt ist er durch! Arpa! Nein! Was macht denn der? Eieiei, Obacht! Stark. Jetzt ist er durch. Schade. Ja, könnte vielleicht hier noch was gehen. Könnte vielleicht noch was gehen. Sehr schön. Wenn sie es gescheit ausspielen, könnte hier noch was gehen. Grüne, ah! Jetzt wird es natürlich umso schwieriger. Jetzt spielt sie natürlich sich die Kugel hin und her. Die Kugel weggedroschen, wird einfach nur noch die Kugel weggedroschen. Nein! Das wird's gewesen sein. Aus, Feierabend, Nürnberg verliert. Da haben uns auch wieder selber geschlagen. Das ist so bitter, die kommen halt vors Tor. Und machen zweimal die Bude. Ist es bitte. 2-1 verliert der Club. Daheim gegen den VfB Stuttgart. Ganz, ganz deprimierend. Jetzt wird es richtig eng in diesem Sinne. Euch einen schönen Tag noch. Und bis zum nächsten Mal bei FIFA 18. Servus.